Was geht? Corey hier und heute reden wir darüber, sind Videospiele Sünde? Danke an Josia, wegen dem ich jetzt die letzten zwei Wochen mir den Kopf zerbrochen habe über dieses Thema. Ich muss von Anfang an leider sagen, ich habe keine hundertprozentige Antwort auf diese Frage. Aber ich wollte dich trotzdem in das Thema mitnehmen, worüber ich in den letzten zwei Wochen nachgedacht habe. Ich habe mir gedacht, ich splitte dieses Video in zwei. Dieses Video geht darum, dass Videospiele dich daran hindern, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Und das nächste Video, was ich machen werde, da geht es darum, womit fütterst du deinen Kopf? Sollten wir Spiele spielen, wo wir anderen Leuten in den Kopf schießen und das auch noch witzig finden? Zuerst muss ich sagen, ich bin ein riesengroßer Gamer. Meine zwei älteren Brüder hatten schon Konsolen, als ich auf die Welt gekommen bin. Heißt, ich bin praktisch geboren und hatte dann schon einen Controller in der Hand. Wir haben früher alles gehabt, von der Sega, Nintendo, einer Playstation. Wir haben über LAN Age of Empires gespielt und Commander Conquer. Ich habe alles gespielt, von Assassin's Creed bis Witcher 3. Die letzten Spiele, die ich gespielt habe, waren Ghost of Tsushima, jetzt ist es FIFA und Minecraft. Das heißt, ich komme nicht von irgendwo, sondern ich verstehe schon dieses Thema und darum ist es mir auch so wichtig. Und deshalb war es auch die letzten zwei Wochen so schwer, über dieses Thema nachzudenken, weil ich die Antwort eigentlich nicht hören möchte. Das ist ein Thema, was ich euch nicht zu 100% beantworten kann, weil wenn man auf der Bibel-App Videospiele eingibt, dann wird da nichts kommen. Und deshalb müssen wir versuchen, die Prinzipien irgendwie auf heute anzuwenden. Also bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, wenn dieses Video nicht von vorne bis hinten einen schlüssigen Sinn ergibt. Sind Videospiele Sünde? Was ist Sünde? Sünde ist doch die Verfehlung von Gottes Plan für dich. Das, was Gott für dich geplant hat, das passiert nicht. Ich habe mal ganz kurz zusammengefasst, was sein Plan ist. Es ist sein Plan, dass wir ihn verehren, dass wir von seiner Liebe erfüllt werden, dass wir diese Liebe weitergeben und sein Wort weitergeben und er möchte, dass wir frei sind. Ich würde behaupten, Videospiele an sich sind in erster Linie nicht Sünde. Weil was ist der Grund, warum wir Videospiele spielen? Es ist meistens, um uns ein bisschen zu entspannen, wenn wir alleine spielen, oder vor allem mit anderen Leuten Gemeinschaft haben und eine gute Zeit haben, also was Positives, nichts Negatives. Videospiele können aber sehr, sehr schnell Sünde werden. Und zwar, als ich mich mit diesem Thema immer mehr und mehr auseinandergesetzt wurde, ist ganz klar geworden, dass die Zeit der Faktor ist, die zur Sünde führt. Und ich möchte dich auch ermutigen, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. In Epheser 5, 15 bis 17 steht, achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Ungewissene, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, und das ist ja der Knackpunkt, die Zeit, so gut ihr könnt. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit, seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Das heißt, der große Sinn ist es nicht, unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen. Ist es wirklich Gottes Wille, dass wir mehrere Stunden an der Konsole sitzen, an einem PC sitzen und nur konsumieren? Und darum möchte ich hier ganz klar trennen. Es geht nicht um die Leute, die mal mit ihren Freunden Quizduell spielen und da eine schöne Gemeinschaft haben, weil Gemeinschaft ist ja was Gutes. Hier geht es natürlich um Leute wie mich, und das möchte ich einfach mal sagen, so wie mich, die Stunden, also wirklich Stunden am Stück ein Spiel spielen können. Und ich bin mir sicher, dass das nicht Gottes Plan ist für uns. Da, wo das Thema Videospiele Sünde wird, ist der Punkt, an dem wir uns an erster Stelle setzen. Wir wollen unsere Bedürfnisse stillen. Wir sind fertig, also wollen wir uns hinsetzen und eine Runde zocken. Wir haben jetzt Lust drauf, was zu zocken. Das ist aber nicht der Sinn eines Christens. Galater 5, 13 bis 14. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer den anderen. Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind nicht wirklich frei, wenn wir uns immer und immer wieder vor die Konsole setzen. Oder bei mir ist es Konsole, darum sage ich Konsole, aber auch vor dem PC. Außerdem müssen wir hier auch aufpassen für Süchten. Man kann merken, dass es schon eine Sucht ist. Alleine wenn man sich Zeit macht, um mehr zocken zu können. Wenn man früher aufsteht, ich bin früher als Kind extra vor der Schule um 4 Uhr morgens aufgewacht, damit ich noch zocken kann. Ich bin möglichst lange wach geblieben, damit ich zocken kann.
Ich habe wenig geschlafen, also ich brauche es auch nicht. Heutzutage ist es immer noch so. Ich bleibe in der Nacht bis 6 Uhr auf, um zu zocken. Es geht darum, dass wir uns Zeit verschaffen für etwas, was uns gar nicht wirklich gut tut. Es tut uns nicht gut. Wir betäuben uns nur, wir konsumieren nur, wir schalten unseren Kopf aus und das ist nicht der Sinn, den Gott für uns hat. Und ich sage nicht, dass es ein Problem ist, sich mal auf die Couch zu setzen und eine Runde FIFA zu spielen. Aber wenn aus FIFA 10 Stunden FIFA wird, wenn aus Call of Duty 10 Stunden Call of Duty wird, wenn aus Formel 1 fahren 20 Stunden Formel 1 fahren wird, dann ist es für mich ganz klar Sünde. Denn in dieser Zeit könntest du so viel mehr tun. Und genau das möchte ich mal testen. Als ich das Thema jetzt die letzten 2 Wochen behandelt habe, habe ich mir darüber nachgedacht, wie viel mehr ich für Gott machen könnte, wenn ich weniger zocken würde, wenn ich weniger konsumieren würde. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass in irgendeiner entfernten Zukunft ich gerne auf alles verzichten würde. Oder immer mehr zu dem Punkt kommen, dass ich das gar nicht mehr brauche. Weil jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, je ohne eine Konsole zu leben. Ich habe mir jetzt schon die PlayStation 5 bestellt. Ich weiß, dass ich die zocken werde. Ich weiß, dass ich da wieder Stunden über Stunden dran verschwenden werde. Und ich merke einfach nur, das ist niemals Gottes Wille. Und Gottes Wille ist es nicht, dass wir hier auf dieser Erde uns bequem machen und unser Gehirn ausschalten. Wie gesagt, ich muss immer wieder wiederholen und ich weiß gar nicht, wie viel von diesem Zeug, das ich hier erzähle, ins Video packe. Aber ich muss immer wieder sagen, wir können dieses Leben hier, dürfen wir genießen. Also wir dürfen dieses Leben hier genießen. Aber es geht, Sünde ist es dann, wenn es exzessiv wird, wenn es viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist, ich glaube, das ist so die einfache Antwort, die ich geben kann auf, sind Videospiele Sünde? Also ja, Videospiele können Sünde sein. Und ich muss persönlich sagen, ich sündige. Aber eine Sache, die mich beruhigt, ist zum Beispiel 1. Petrus 2, 24. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir frei werden von dieser Sünde. Aber Paulus sagt auch in Römer 6, 1, wir sollen nicht gefangen sein von dieser Sünde. Nur weil Jesus uns frei gemacht hat, heißt es nicht, dass wir weiter sündigen können oder weiter sündigen sollten. Deshalb habe ich beschlossen zu versuchen, nicht mehr dann zu zocken, wenn ich anderes tun könnte. Und was ich damit meine ist, ich zocke nur noch, wenn alle anderen schlafen. Dann, wenn ich eh schon fertig bin und nichts mehr anderes tun könnte. Aber ich versuche es jetzt zu minimieren. Ich habe meiner Frau und meiner Small Group gesagt, so, dass ich ein paar Schritte machen möchte in diese Richtung, weil ich weiß, dass es ein großes Problem sein kann. Weil es heißt ja auch in 1. Petrus 4, Vers 10, jeder soll anderen mit den Begabungen dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise verbraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und ich muss sagen, dass Videospiele mich daran hindern, noch viel mehr von Gott zu erleben. Ich werde sicher nicht von heute auf morgen komplett auf Videospiele verzichten. Also mein Ziel ist es, immer weniger und weniger Videospiele zu spielen, damit ich Gott immer mehr und mehr Zeit geben kann und dienen kann. Und deshalb ermutige ich euch auch, darüber nachzudenken, euch mal hinzusetzen, einfach im Gebet zu Gott zu gehen und zu fragen, okay, sollte ich meine Zeit besser investieren oder ist es okay, dass ich so viele Stunden Videospiele spiele. Kommen wir noch zum letzten Punkt und darauf auf den Kommentar von letzter Woche. Wenn, sagen wir mal, mein Job Videospiele heißt oder wenn ich streame und damit Gott erreiche, ist es dann auch immer noch Sünde? Zur ersten Frage, wenn es dein Job ist, dann ist es deine Arbeit, dann sollst du da, wo du bist, ein Licht sein. Und bei dem Thema auf Twitch streamen zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel 5 Stunden am Stück zocke und da währenddessen erzähle ich die ganze Zeit von Gott und habe mit Leuten Gespräche und sowas, das ist genauso wie Paulus gesagt hat im 1. Korinther 9, 23. Dieses alles tue ich für die rettende Botschaft, damit ich auch Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Das heißt, klar, wenn du sagst, okay, ich möchte in die Richtung der Streamer gehen und der Gamer gehen, um die Gamer zu erreichen, klar, dann ist es keine Sünde, weil dann ist genau das, was Paulus gemacht hat. Solange du nicht klar etwas gegen Gott machst. Und mit dem Thema würde ich dann im nächsten Video weitermachen.
ist es okay, wenn ich Spiele, wo Sex und Gewalt und Drogen und alles verherrlicht wird, ist das gut und sollten wir das spielen oder ist das Sünde? Und das werde ich im nächsten Video beantworten. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Frage ausreichend beantwortet wurde, weil ich selber mit diesem Thema ein bisschen Probleme habe. Es wäre doch noch so viel cooler oder so viel erfüllender, wenn ich statt 6 Stunden zu zocken, ein paar Stunden davon auch einfach worshipe, Gott anbete, studiere oder Gemeinschaft habe mit anderen. Oder dass ich nicht alleine zocke, Singleplayer-Spiele spiele, sondern vor allem Multiplayer-Spiele spiele, wo ich halt wirklich Leute erreichen kann und mit anderen Leuten das teilen kann. Also das ist so ein Prozess zurzeit gerade in meinem Leben und deshalb kann ich noch keine eindeutige Antwort geben. Die zweite Hälfte werde ich in 2 Wochen machen, was für Videospiele Sünde sind. Oder was denkt ihr dazu? Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen in diesem Thema gesammelt? Schreibt mir doch eure Erfahrungen unten in die Kommentare und ich kann mir die durchlesen und vielleicht hilft mir das ja. Ich hoffe, das hat deine Frage ein bisschen beantwortet und ja. Vergesst nicht zu abonnieren, like das Video, falls euch es gefallen hat oder irgendwie geholfen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in 2 Wochen, Donnerstag. Vergesst es nicht. Corey hier, ihr da. Alles klar.